Ja, wenn ihr euch einen Würfel mal Staatskunst. Jeder oder nur einer? Einer. Viel Verwaltung? Ja, warum nicht? Okay, dann lassen wir Abel mir machen. Ja, gute Entscheidung. Wow. Staatskunst Ja, 17? du redest dich irgendwie an den Bauarbeitern, die da irgendwie Sand tragen, redest dich einmal durch das Tor durch, dann stehst du vor zwei, drei Gräulen, die schicken dich dann weiter, dann stehst du irgendwie vor den Leuten, die irgendwie in den Katakomben sitzen und irgendwann wirst du dann weitergeleitet zu Haldoria, der Arena-Leiterin, beziehungsweise diejenige, die das Ganze hier dann verwaltet, die Ausrichterin der Spieler für Zornbrecht, also Narab Zornbrecht hat wohl eine ganze Menge an Händen und Gold hier im Spiel. Und das ist dann eben nicht nur seine Todesechse, sondern auch quasi seine Arena. Und Heldoria ist dann eben seine Verwalterin. Ja, die sitzt da wohl gerade irgendwie in so einer Loge. Und ja, tatsächlich mit der Probe lasse ich das auch mal zu. Ihr könnt die ersten Bauarbeiten erkennen und erkennt dann unter euch eine gewaltige, aufgeschlemmte Arena. Steuerung. Sichtbar. Steuerung F. Die Arena wurde modifiziert, so von dem Rand der Loge aus könnt ihr das erkennen, dass da wohl ein großer Pfad angelegt worden ist, irgendwelche Dschungelruinen, die künstlich aufgebockt worden sind, Felsen, sogar kleine Hütten und mehrere Boote, die zurzeit noch am Strand liegen. Das Tor. Also die Größe der Tore verrät dann eben wohl auch, dass eine Partei dann schon entweder im Dschungel sitzen könnte. Andere könnten zusätzlich aus den Katakomben und Gehegen raus gehen und wieder andere könnten über die See einfahren. Ja, Heldoria lässt euch dann Platz nehmen mit gutem Blick auf die Arena und betrachtet das Ganze. Ein imposanter Ausblick, nicht wahr? Nun, das möchte ich auch meinen. Zornbrecht hat eine ganze Menge und Geld in die Hand genommen für die wöchentlichen Spiele. Nun, was müssten wir tun, um nun ja selber einen Kämpfer in die Arena zu schicken? Tja, nun, nichts. Lasst euch auf die Liste schreiben. Wir haben verschiedenste Kämpfe, natürlich auch die Einzelgruppen, die könnt ihr dann dort oben erkennen. In diesem Areal, wenn dort Einzelkämpfe stattfinden oder Hinrichtungen, all diejenigen, die für Santoban nichts taugen. Nun, und später wird es dann einen großen Kampf geben. Ich habe sogar verlautbaren. Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr mögt zwar sehr eine gewandte Zunge haben, mein Freund, aber diese Informationen sind dann doch etwas brisant, möchte ich meinen. Nun, was wäre nötig, um einen Kampf zwischen eurem Gladiator, der Todesexer und unserem Kämpfer zu arrangieren? Ja, die Todesechse, da seid ihr wohl richtig informiert. Sie wird anwesend sein, selbstverständlich, selbstverständlich. Ach, ihr seid mir so sympathisch, ich sag's. Palligan hat natürlich auch etwas spendiert. In seinem Namen wird ein Schlinger aus den Dschungeln gebracht werden. Ein Schlinger. Ja. Es werden mehrere Gladiatoren, all diejenigen, die sich der Todesechse beweisen sollen, fahren von dort drüben, von der wässrigen Seite ein. Wir haben natürlich die Festspiele so drapiert. Und wir wollen natürlich einige Questadores, die aufbrechen aus den meridianischen Dschungeln, um die Todesechse zu stellen. Na, und wie sind die Regeln? Nun, normalerweise das zweite Blut in all diesen Kämpfen, bis auf bei den Hinrichtungen. Aber sollten sie sich beweisen, wird ihnen natürlich das Leben geschenkt. Nun, und das zweite Blut gilt natürlich auch weiterhin für die Kämpfe mit der Todesechse. Allerdings ist natürlich auch das Benutzen und das Führen von Giften erlaubt. Natürlich auch die magischen Fähigkeiten. Wir sind uns natürlich darüber im Gewissen. Magier verfügen natürlich auch den ein oder anderen Kampfmagier, aber die meisten ihnen versagen wohl die astralen Kräfte, bevor sie wirklich etwas niederstrecken. Nun, Ich aber wie meinte gesagt, das eigentlich. zweite Blut gilt weiterhin. Nur der Schlingerreiter muss natürlich seinen Schlinger dann davon abbringen, dass es dann beim zweiten Blut endet. Aber ganz generell sollte keiner sterben. Aber wenn der Schlinger stirbt, ist das nicht so schlimm. Es darf nur der Schlingerreiter nicht sterben. Nun, es sind Echsen.
solltet ihr die Echsen umbringen, und sie zuckt mit den Schultern, solltet ihr die Todesechse umbringen, dann werdet ihr euch den ewigen Zorn von Zornbrecht auf euch ziehen und du wirst wahrscheinlich diese Arena nicht mehr verlassen, aber nun, der Schlingerreiter, der meint, macht ihn unfähig, ich weiß es nicht, lasst euch etwas einfallen, ihr könnt den Schlinger natürlich auch einschläfern oder ich weiß gar nicht, wie man gegen so etwas kämpft, dann müsstet ihr Paligan fragen, der ist ja selbst auf einem Schlinger schon geritten durch die Dschungel, sagen zumindest seine Titel. Gibt es Waffen, die verboten sind? Nein. Kampfwaffen? Nein, ihr könnt alles benutzen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch Vorfeld gegen andere Gegner kämpfen. Das wäre dann natürlich dort drüben, auf diesen Plätzen. Die 1 gegen 1 oder die 6 gegen 6, 12 gegen 12, Mithraels-Duelle, wie ihr mögt. Da solltet ihr allerdings dann wirklich keine tödlichen Gifte benutzen. Wenn ihr Halbgifte oder so etwas benutzt, dann ihr solltet ein gutes Spektakel bieten für die Zuschauer, wisst ihr? Verdient euch den Respekt der Zuschauer, dann könnt ihr quasi alles machen, was ihr mögt. Das klingt doch sehr unterhaltsam, wenn ihr sagt, dass Magie erlaubt ist. Das öffnet uns natürlich andere Möglichkeiten. Apropos, sollte euer Mann hier antreten, dann weilt er, solange die Spiele laufen, in den Katakomben. Und hat nur Kontakt zu seinen Mitgladiatoren für mindestens eine Stunde. Natürlich. Also, wir werden das berücksichtigen. Ich wollte euch nur sagen, dass wenn ihr Gifte auftragen müsst oder wollt, dann solltet ihr das eventuell in diesen Katakomben machen. Gibt es übrigens ist der Einsatz von Geweihten. Nun, es gab zwar schon den ein oder anderen Praios-Geweihten, vor allem aus Fasar, dabei schaut sie in die Richtung von Zulamin, der sich hier sein Glück probiert hat. Die Fasarer-Gruben sind allerdings wesentlich tödlicher, möchte ich meinen. Nun, kann man als Geweihter also antreten? Ja, selbstverständlich kann man antreten. Nur bitte achtet darauf, dass ihr wirklich aufhört und aufgebt, wenn das zweite Blut erreicht ist. Solltet ihr tatsächlich dort sterben, dann... Nun, es geziemt sich nicht, sag ich mal so. Der Achas ist natürlich instruiert und solltet ihr nur ein Gliedmaße verlieren, sagen wir ein Bein oder einen Arm, dann wird er auch automatisch aufhören. Nur klappt da unglücklich zu und erwischt euren Bauch oder den Kopf, dann... Haltet am besten euren Arm so hin, dass er den nur abreißt und der Schlingerreiter wird danach seinen Schlinger dirigieren. Nur das Interesse, man kann nicht als Gruppe antreten, oder? Doch, selbstverständlich. Es werden viele Gladiatoren in die, zumindest im letzten Kampf, in die Sümpfe geschickt. Wir haben, wie gesagt, auch dort im Wasser noch einige Überraschungen. Es soll ein großes Spektakel werden. Wir erzählen hier eine Geschichte. Es sind keine stumpfen Kämpfe auf Sandboden, eine Ebene. Man kann die ganze Arena benutzen. Man kann an Statuen hochklettern, sich in den Häusern verschanzen, die Boote umdrehen, was auch immer euch beliebt. Ihr könnt Waffen benutzen, wie ihr mögt. Also, ihr könnt auch als Gruppe antreten. Ihr solltet euch sowieso auf eure Mitgladiatoren verlassen, denn solltet ihr euer eigenes Ding machen, höchstwahrscheinlich werdet ihr in den Dschungeln sterben. Ja, dann weg nochmal in die Arena hinunter. Nun, ich nehme an, dass die Geschichte, die ihr erzählen wollt, ist die Conquistadores landen auf der Waldinsel? Ja, selbstverständlich. Nicht die Waldinseln, die brabakischen Dschungel. Ihr müsst wissen, dass die Brabakis und ihre Sümpfe unglaublich widerlich und tödlich sind und nur die besten Questadores ausgeschickt werden, um die Todesechse zu beseitigen. Aber die Dschungel von Brabak stinken wirklich gräuslich. Die Muy Peligroso, habe ich gehört. Ich hoffe halt doch einmal, besonders zum Wohl eures Publikums, verzichtet ihr auf den Gestank, soweit es geht. Nun, die Dschungelsetzlinge werden noch weiter ausgebaut werden, aber man kann es jetzt schon riechen. Wenn sie dann in den nächsten 2-3 Tagen ihre Wurzeln gesetzt haben, dann wird es noch widerlicher. Vor allem steht das Wasser. Es ist kein fließendes Gewässer, es wird noch schlimmer. Oh, wie schön. Wie authentisch, möchte man fast meinen. Nun, Zornbrecht hat eine Menge Geld investiert. Es werden gar wundervolle Kämpfer. Gibt es eine Teilnahmegebühr, um an diesem Spektakel teilzunehmen? Nein, wir erheben keine Gebühr dafür, dass ihr euch Arme und Beine ausreißen lasst oder einen giftigen Pfeil ins Herz bekommt.
Nein, all unsere Unkosten werden von den Granden getragen und Reinvestition findet statt über die... die Fahners können natürlich Spenden da lassen, aber die Karten für den Eintritt sind so dermaßen gering, dass es sich dann doch jeder leisten kann. Brot und Spiele für das Volk, möchte Zornbrecht meinen. Er ist wahrlich milde und gnädig. Das habe ich auch gehört. Ihr habt natürlich nun einen unfairen Vorteil, aber der Gräumling, wie nanntet ihr ihn? Gräumix, der eben von euch sprach? Ich weiß nicht genau, warum euch hier reingelassen hat. Ein Gräum. Ein Gräum? Oh. Die beiden Gräume, mit denen ihr draußen spracht. Die beiden Verwalter, die draußen für die Wetten zuständig sind. Sie hatten euch doch reingelassen. Sagen wir, wir haben gewisse Erfahrungen im Umgang mit Gräumen. Nun, wer hat die nicht? Wer Geld hat, der hat doch Erfahrung mit Gräumen. Ich meinte eher, ihr wisst schon, handfeste Erfahrungen, wie man mit ihnen umgeht, um lange zu bekommen, was man möchte. Nun, sie bekommen, was sie möchten. Andersrum wohl eher weniger. Und doch sind wir hier. Doch, wir könnten euch da Geschichten erzählen, aber... Nun, wenn die Gräume wollten, dass ihr hier seid, dann nicht, weil ihr das wolltet, sondern weil sie das wollten. Ich vermute mal, sie haben von euch gehört und werden nun die Wetten etwas umplatzieren. Was meint ihr, wer davon am meisten hat, wenn ihr gewinnt? Sicherlich nicht ihr. Ich denke, am meisten von allen Wetten habt am Ende ihr. Zornbrecht, beziehungsweise all die Granden, die sich im Wohle der Fahners rühmen. Verständlicherweise. Nun, abdanke also, eure kostbare Zeit. Wir wollen nicht mehr von ihr stehlen. Lasst mich nur noch einmal zusammenfassen. Wenn wir hier siegreich sind, können wir ein paar Echsen demütigen und ein paar Gräumen das Geld so richtig aus der Tasche ziehen. Wenn ihr hier siegreich werdet, dann seid ihr sicherlich... Das wäre den Gräumen sicherlich sehr zuträglich, sonst würden sie euch hier nicht reinlassen. Oh, jetzt bin ich im Zwiespalt. Ihr könntet natürlich auch verlieren, dann würdet ihr die Gräume ärgern und die Achas befriedigen. Aber keine Sorge, ihr sterbt nicht. Wie gesagt, die Achas sind so gut ausgebildet und die Wildheit wurde ihnen rausgeprügelt, sodass sie, wie gesagt, nach dem zweiten Blute stoppen. Solltet ihr aufgeben, dann lassen sie von euch ab. Fragt sich natürlich, ob ihr an den Giften dann sterben werdet ihr wohl nicht, aber es wird trotzdem sehr schmerzhaft danach werden. Ich bin im Konflikt mit mir. Warum tragen wir die nicht? Ihr habt ja noch einige Tage. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja noch einige Tage, bis es soweit ist, aber... Nun, lasst euch eintragen, Freiwillige, keine Eintrittsgebühr oder so etwas. Wenn ihr an den Hinrichtungen teilnehmen wollt, ihr seid sicherlich auch gerne gesehene Gäste dort drüben bei den Logen. Hier wird selbstverständlich Zornbrecht später sitzen und dort drüben dann das Haus Paligan, Florius, Bonaret, dergleichen mehr. Nun, hab Dank. Und dann ziehe ich Boltax, damit er nicht hier stehen bleibt und rumgerübelt, mit aus dem Raum. Und an den Goblins, soll ich schon sagen, nein, Gräumen vorbei, bis wir draußen sind. Gar nicht erst stehen bleiben. Hab ja, Dank, dass ihr uns eure wundervolle Arena gezeigt habt. Die beiden Gräume stehen da wohl ein bisschen feixend, ziehen dann aus ihrer Hose, wie sie haben, ziehen sie wohl zwei Fingerballestrinas raus und... Weitergehen, Voltax. Stur nach vorne schauen und weitergehen. Die beiden kriegen noch, was sie verdient haben. Weiß nicht. Das war doch sehr aufschlussreich, fand ich. Nun, wir müssen den Plan ein wenig anpassen. Wir haben offensichtlich den Maßstab des Ganzen drastisch unterschätzt. Wir können den Plan grundsätzlich verwerfen. Ja, wir melden uns alle an. Ja, das sollten wir tun. Vielleicht möchtest du hier bleiben, Boltax? Du bist nicht unbedingt der... Nein, wenn es gegen Echsen geht, dann bin ich an vorderster Front. Natürlich, und wir wehren wir euch den Dienst an, eure Gottheit zu verwehren. Nun gut, dann melden wir uns alle an und beten einfach, dass Raphim darf nicht antreten. Sonst sollten wir... Sie hat etwas von einem stinkenden Sumpf gesagt. Seid ihr sicher? Sicher worüber? Dass ihr da hineinstapfen wollt? Ja. Nun, ich werde Diamantis nicht alleine gehen lassen. Und wir haben jetzt schon durchblicken lassen, dass wir einen Kämpfer antreten lassen würden. Es geht gegen Echsen. Natürlich gehen wir. Vielleicht sollten wir... jeden für sich selber entscheiden lassen kann, ob er antreten will oder nicht. Verzeiht, Zulamin, ich wollte euch damit nicht zu nahe treten und euch
Ungemach des stinkenden, siffenden, brühigen Sumpfes aussetzen. Ich weiß, dass ihr im Dienste eurer Göttin eher an dem Wohlriechenden und Schönen interessiert seid. Demasianka kann es nicht riechen. Nun, ich möchte euch natürlich auch ungern im Stich lassen, aber ja, trotzdem, gebt mir noch ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken. Jedenfalls, Avelmir, denk nicht einmal dran. Sieh dir den armen Jungen doch an, an dem ist doch kaum was dran. Der Schlinger macht einmal Haps und weg ist er. Wir müssen auf ihn aufpassen. Ja, richtig, Avelmir, wir müssen auf ihn aufpassen. Und ich dachte, wir müssen ja auf euch aufpassen, Baltax. Auf mich? Nein, hier geht es gegen einen Schlinger. Den mache ich im Handumdrehen tot. Ich denke, Baltax hat seine Mittel und Wege, sich aus einer unbequemen Situation zu entziehen. Das ist richtig. Seht ihr? Nun ja, wir müssen auch die anderen Gladiatoren bedenken. Die sind nicht unbedingt für uns. Richtig. Noch ein weiterer Grund. Wir sollten Kanne Zintiana schnell aus diesem Kellergebäude scheuchen, denn er wird um einiges mehr braun als angenommen. Wir brauchen mehr Gift und ich muss mit ihm, aber wir müssen über meinen Bogen sprechen. Dieses Unverwundbarkeitselixier, davon brauchen wir mehr. Ihr müsst sehen, irgendwie müssen wir sehen, ob wir den in meiner Hand arretiert kriegen. Habt ihr schon einmal eine Balestrina gedacht? Integriert in eurer Hand? Eine solche Meuchlerwaffe. Avelmir, ich bin ein Mann von Ehre, so das kommt mir gar nicht erst in die Hand. Stellt euch einmal vor, sie kommt aus eurem Finger heraus, wie bei den Grollen. Dies wäre... Reden wir da wann anders drüber. Es ließe sich bestimmt machen. Und es hätte sehr viel Stil. Wir haben zu wenig Gift gekauft. Stimmt, der Mechanismus dafür ist mir bekannt. Um ihn minimal zu halten, wird vielleicht schwer, aber nicht unmöglich. Ich bin nicht sicher, ob es in zwei Tagen nutzen. Bei Yalan bilden sich gerade die Bilder im Kopf, wo Lido Kork in seiner Globule sitzt mit diesen Balestrinas, wo Flaggen rauskommen mit Peng drauf. Ja, mir bilden sich allerdings auch gerade die Worte von Vivo und den Stellern im Kopf. Die Worte, die Bilder meine ich. Egal, zur Akademie. Schnellstens. Ja, wir haben noch eine Vorlesung zu halten. Das auch. Nimmt das nie ein Ende. Ja, eine Stunde später könnt ihr dann den Wiesraberg nach oben geklettert sein und wieder in der Bibliothek oder Akademie stehen. Was wollt ihr dort tun? Ich fange einfach mal an, ja? Ja, dann fangen wir unten an, ja. Ich gehe zu Kanal Zitiana, falls er da noch da ist. Ansonsten ist nicht mehr da. Okay, dann gehe ich direkt wieder zurück nach Hause. Okay. Ich hatte gehofft, also ich dachte mir, er wird vermutlich noch hier sein und sich verquatscht haben, deswegen bin ich mitgegangen. Nee, also du kannst bei Spinnenbein rein in den kurze klopfen. Er ist alleine da und betrachtet wohl gerade ein leeres Terrarium. Er klopft wohl gegen, auch wenn nichts drin ist. Guck dich kurz an, dann machst du die Tür wieder zu, weil keiner sieht ja da nicht drin ist, was Romero da getan hat. Gut. Nee, okay, dann gehe ich direkt wieder nach Hause und bin hier durch. Alles klar. Du gibst dann die Brauaufträge für alle Tränke in... Gewandtheit? Ja, ich nehme, wenn wir eine Stunde Zeit hatten, hatten wir während des Gehens sicherlich Zeit, uns abzusprechen. Wir machen das im Forum, ja? Ja, genau. Diamantis. Ja, ich habe nicht wirklich was bei der Akademie zu tun. Mhm. Ich würde damit zurück zum Schiff kommen. Ich bin einfach nur mitgegangen, weil alle hingegangen sind. Und ganz zwangmäßig. Du kannst auch mit in meine Vorlesung kommen. Gäste in meine Vorlesung. Ich war bei Abel. Bei Abel warst du auch drin, ja. Wenn mich Voltax einlädt, der hat schon von seiner letzten berichtet, dann komme ich da auch gerne mal einmal mit. Dann fragen wir vorher mal Zulamin, was sie noch macht. Zulamin würde sich tatsächlich bei Abel mir in die Vorlesung setzen, wenn den das nicht stört. Überhaupt nicht. Okay, dann beginnen wir bei Voltax und Diamantis. So. Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine lieben Studiosi. Guten Morgen. Was heißt denn hier morgen? Es ist 17. Das 17. Stundenglas. Ich bin trotzdem jetzt gerade aufgestanden. Dafür kann ich doch nicht. Also, wobei, diese Attitüde, die du hier an den Tag legst, ist heute gar nicht verkehrt. Denn heute lernen wir etwas über den seichten Charakter der Luft. Ich habe dafür einen herausragenden Gastdozenten mitgebracht, wenn er sich einmal vorstellen mag. Ist das der mit den Zigarren? Ja, das ist der mit den Zigarren. Und er bläst dir gleich eine von diesen Zigarren direkt in deine Fresse, wenn du nicht deine Klappe hältst. Ich kenne dich. Du warst in Abelsmirs Vorlesung. Ja, da bin ich gegangen. Ja, weil meine Vorlesung viel besser ist. Und die Zigarre gehört jetzt zur Vorlesung? Die gehört heute zur Vorlesung. Also macht euch keine allzu großen Hoffnungen, dass es dieses Mal leicht wird, sondern seicht. Zigarrenelementare oder was? Fast. Also,
Ja, habe ich eine Zigarre vorbereitet. Wo ist denn die hübsche Frau? Die ist in der anderen Vorlesung. Hm? Ich überlege gerade, ob er aufstehen soll. Er beißt sich gerade in den Hintern, dass er weggegangen ist. Ja, du merkst, wie es in seinem Kopf rattert. Oh, ist da jemand enttäuscht? Tja, kann ich nichts für und du hältst jetzt deine Klappe. Also, wir haben heute den guten Diamantis hier. Diamantis kennt sich gut mit Zigarren aus. Was haben diese Zigarren jetzt mit einem Luftelementar zu tun? Wer kann mir das sagen? Du da vorne. Zweite Reihe, die kurzen Haare. Ist das nicht der Bruder von Aschat? Wer ist Aschat? Aschat Monterey. Ist das nicht der? Diamantis, wer ist Aschat? Hast du einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder. Der ist ebenfalls Lehrer an dieser Fakultät und ich will dem nicht nochmal über den Weg gehen. Ich hatte das schon dieses Jahr und das muss dieses Jahr nicht noch einmal sein. Der wurde gestern mit Maiolitos rausgepustet. Maiolitos, eine sehr gute Sache. Gerade wenn wir beim Thema Luft sind. Also, der Aeolitus, was macht der? Wer kann mir das von euch sagen? Du da hinten. Ich kann's demonstrieren, wenn ich darf. Darf ich an Diamantis prüben? Ja, bitte. Diamantis, ja. Halt dich bereit. Steht auf und stellt sich dann nach unten, also kommt dann so diesen Hörsaal nach unten und nimmt dann Aufstellung. Diamantis? Aeolitus! Schnittgebraus! Aeolitus heißt das Aeo. Wie Aero. Luft. Aerolitus. Nein, Aeo. Windgebraus. Windhose. Wegpusten. Ein anderer, vielleicht ein begabterer. Na, jemand. Du da hinten, Mädchen, komm nach vorne. Ich hab das gerade eben erst gehört. Ja. Das ändert nichts an der Sache, dass du vielleicht besser bist als der Junge hier. Also, es heißt Aeolitus. Aeolitus! Ein kleines Lüftchen drückt gegen die Brust. Oh, seht ihr? Die hat es raus. Und jetzt alle Aeolitus. Aeolitus. Aeo. Aeo. Aeo, ja. Gut. Also, wir merken bei dir, Wind ist schon mal nicht dein Element. Bei der jungen Dame könnte es allerdings das Element sein. Wie können wir denn jetzt herausfinden, ob es das Element ist, was uns heute begleitet? Ich habe ja schon die Zigarre angesprochen. Diamantis, würdest du die Zigarre einmal anzünden? Ja, noch einer? Ja gut, dann. Schiebt sich der zweite in seinen Mundwinkel. Und jetzt nimm aus beiden Zigarren einen tiefen Zug. Noch tiefer, fülle deine ganze Lunge mit dem Rauch und jetzt atme aus. Sehr schön. Und an meine lieben Schüler die gleiche Aufgabe. Greift den Rauch. Und damit rufe ich ein Elementarwesen, einen elementaren Diener aus dem Rauch, den die Schüler versuchen sollen zu erhaschen. Okay, cool. Würfel mal deinen elementaren Diener währenddessen bei Abelmir und Sulamin. Sulamin, setzt euch hier und haltet ein Auge auf die Eleven. Diese Vorlesung nun ist etwas interessanter als die anderen. Ich hoffe auf diese Art ein paar der nun ja Eleven herauszufischen, die vielleicht den Lehren des Britanniers verfallen sind. Also, habt ein Auge auf sie und sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendwelche, nun ja, ungewöhnlichen Reaktionen bemerkt. Interessant. Nun, ich bin schon sehr gespannt auf eure Ausführungen. Dann, wir werden sehen. Eleven, setzt euch! Du da, schließ die Tür. Ja, ja. Nicht ja, ja, tun. Dann setz dich wieder. Ich dachte, ich bleib stehen. Was höre ich dort? Nichts. Gut. Nun, in dieser Vorlesung geht es um das Grundwerk des Britannias, den man den Dämonenmeister nennt. Ich bin mir sicher, einige Vorrat. Ja, danke.
Ich bin mir sicher, dass einige mit euch, von euch mit diesen Lehren vertraut sind und seinen, nun ja, Werken. Hier, an dieser Stelle, an diesem Ort, möchte ich euch auf die grundlegenden Fehler, Prämisse und Schlussfolgerungen hinweisen, die in der britannischen Philosophie des Sphärenschieners disputiert werden. Die Thesen, die er in seinen Werken propagiert, mögen einen Narren täuschen und begeistern, einem philosophisch bewanderten Menschen aber nur Hohn und Spott erbringen. Nun beginnen wir. Wusstet ihr, dass Galotta hier mal unterrichtet hat? Ruhe, später kommen die Fragen. Unter Freiheit versteht Borberat im Wesentlichen die persönliche Freiheit des Individuums. Habt ihr nicht Galotta umgebracht? Ja, ich sagte, Fragen kommen später. Seid ihr damit vertraut? Dann haltet die Klappe. Wo war ich stehen geblieben? Unter Freiheit versteht Borberat im Wesentlichen die persönliche Freiheit des Individuums. Jedwede Einengung derselben behindere die Entwicklung des Geistes und sei so eklatant gegen Grundbestrebungen und damit gegen die Natur des Menschen gerichtet. Die Idee der unbedingten Freiheit des Britannis ist aber grundlegend falsch. Es gibt keine unbedingte Freiheit, also Freiheit ohne Zwang. Dies liegt in der deterministischen Natur der Kausalität begründet, dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Wenn objektive theoretische Erkenntnis, also Wissenschaft, möglich sein soll, dann müssten es notwendige und allgemeine Gesetze sein, durch die die Naturerscheinungen zusammenhängen. Es gibt dann keine Erscheinung in der Welt, die nur für sich existiert. 2 Stunden später. Ihr könnt die Vorlesung halten, jeweils mit einem Luftelementar oder mit trockener Theoretik über Borberatianismus, Neo-Borberatianismus und zahlreiche weitere Fragen zu Galotta und wie du ihn umgebracht hast. Ich würde am Ende den Rauchelementar, den ich herbeigerufen habe, dann auch bitten, in meinen Schlangenring einzukehren und mich kurzzeitig zu begleiten. Alles klar, mach da. Ich will Geschichten über meinen Bruder streuen, also, dass er früher ins Bett gemacht hat und sowas. Oh, da höre ich zu.